Die größte Tugend des Menschen ist stets die Geduld. Die trifft auf mich nicht zu. So, wir sind zurück. Reden mit den dicken Polizisten. Hey, du bist es. Kannst du mir neue Techniken zeigen? Lass uns zusammenarbeiten. Wir sollen zusammenarbeiten, um zu überleben. Lass mich dir zunächst eine Technik zeigen, die ich mir ausgedacht habe. Was macht er denn? Ich möchte dir den Geronimo erklären. Also einfach nur fallen lassen. Easy cheesy Japanese. Wenn du von einem Block fällst, fängst du dich ab, indem du dich irgendwo festhältst. Wenn du an einer Stelle kannst du ohne Angst loslassen. Und hattest etwas genutzt. Oh, mir ist gerade etwas eingefallen. Was hältst du hiervon? Ich möchte dir gerne die kontrollierte Zerstörung erklären. Also irgendwas rausschieben wahrscheinlich und dann schnell weg. Ja gut. Also, wenn du auf Blöcke triffst, die über ein Dach bilden, versuche dir darunter... Finde raus, welche Blöcke du wegschieben musst, damit das Dach einstürzt. Anschließend kannst du hinaufklettern. Wow, das ist fantastisch. Immer und immer ist praktisch. Das nächste Mal werde ich nicht mal ausprobieren. Jo. Oh, ich will nicht mit allen reden, das ist ein bisschen nervig. Nein, ich möchte nicht. Halt's Maul. Ich möchte nicht mitreden, ich habe zu tun. Was ist mit dem? Dein Arzt erklärt es wirklich einzigartig, wie du manchmal die Technik anwendest. Du hast einen scharfen Verstand und bist flink. Danke. Findest du? Die anderen reden über dich, sie wollen wie du sein. Geben wir uns also beide unser Bestes. What's up, Digger? Schaf mit Brille. Bitte sprich mit dem Mann da drüben. Der Schaf mit der Zigarre und der Schmalzlocke. Bei jedem Treffer tauschen wir uns über unsere Klettertechniken aus, aber diesmal ist er nicht dabei. Ist er weg? Ich mache mir Sorgen um ihn. Für Leute, die so reagieren, kann es gefährlich sein, wenn sie über ihr eigenes Handeln nicht mehr... Aha. Warte mal. Zigarette hat er gesagt. Wo ist der? Der ist nicht der. Der ist, glaube ich, sehr down. Ich habe mit Sonnenbrille, reden wir mal mit denen. Ich komme an die Grenze meiner Leistungskraft. Hey, würdest du dich freuen, wenn ein geliebter Mensch glücklich ist? Ja, natürlich. Auch wenn du dadurch unglücklich wärst. Solange sie glücklich ist. Oder ich würde... Ja, ich mach das. Ist es gut oder böse? Wahrscheinlich gut. Ich hoffe, dass es gut ist. Ja, ist gut. Klar. Um es genau zu sagen, sollte ich mich von einer Frau trennen, die ich nicht heiraten kann? Was? Aber ich liebe sie! Ich muss ihr sagen morgen, dass die Beziehung beendet ist. Wir sollten uns lieber davon von hier zu verschwinden, bevor wir darüber nachdenken, was wir tun und was nicht. Wenn ich Anna verletzen muss, dann... Verdammt! Ey! Was mit denen? Sie wird bald hier sein und sie wird mich töten! Wer denn? Die Frau, die ich verlassen habe. Gestern und vorgestern, sie war hier richtig hysterisch, als sie hinter mir her war. Hilfe. Im Ernst? Oh. So. Gut, mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Mit dem da, das ist der Verrückte. Ich? Hey, Mann. Okay. Was mit dem da? Oh, da mit der Haartolle, der schaut auch ziemlich fertig aus. Hallo. Hey, wolltest du nicht über Techniken sprechen? Meinetwegen, es ist hier. Was? Da oben. Es ist dort, Dad. Es wird mich töten mit seiner Axt, wie er es schon mal versucht hat. Wovon sprichst du? Wie möchtest du lieber genannt werden? Widerliche Wade oder kleiner Scheißhaufen? Ich bevorzuge widerliche Made, das Ding lebt wenigstens noch. Ich hatte nie einen richtigen Namen, hat mich immer nur so genannt. Himmel, selbst das hat sich geändert. Irgendwann habe ich viel... Okay. Sie haben mich verlassen, schätze ich, kann sich ändern, dass ich wertlos bin. No, daran ist der Vater schuld, das gehört der Vergangenheit hat an. Daran ist der Vater schuld. Das ist nicht wahr, Mann. Ich weiß, er ist kein guter Vater. Aber selbst wenn es einem klar ist, es macht etwas mit dir. Selbst jetzt, wo er tot ist und ich älter bin, als es das war. Wie du auch sei, lass uns gehen. Wenn er später auftaucht, kannst du alles mit ihm reden. Deine Naivität kann ganz schön nerven. In Ordnung, ich gehe. Ja, das hoffe ich doch. Noch was? Verdammt! Okay. Was mit dir da? Hallo? Oh, der ist aber dünn da hinten. Nochmal. Die anderen Schafe haben mir ganz nützliche Techniken gelehrt. Ich werde mich hier im Moment ausruhen und dann zurückgehen und noch mehr lernen. Was mit denen? Die habe ich jetzt zu verlangen, dass ich es so weit geschafft habe. Ich habe nichts getan, das warst allein du. Verstehst du denn nicht? Die Leute sind nur wegen dir so motiviert. Sogar ich. Wegen dir habe ich mir ein neues Kettenzeichen ausgedacht. Früher wären diese Schafenhaufen aufgeschreckter Hühner. Jetzt arbeiten sie als Team zusammen. Das wird mir richtig warm ums Herz. Irgendwie ist mir irgendwie peinlich, Alter. Ha, ich bin dir so dankbar. Wir haben es so weit geschafft. Wir teilen dasselbe Schicksal. Geben wir also unser Bestes. Okay. Gut, also wir haben mal unsere Gesprächston hier beendet. Mit denen haben wir auch gesprochen, oder? Yo, Hammer. Was kann ich nicht mit X und so mal was machen? Nee. Da kann ich auch nichts machen.
Oh, nein, Subtitle on. Ja. Gut, sonst kann ich eh nichts machen. Ich habe eigentlich noch nie hier so gedrückt. Gut, Raketenbeichschul, wir fahren Hovercraft. Telepathie ist völlig ausreichend für die Navigation von dem Teil, auf dem du sitzt. Also such nicht nach Knöpfen und nach Hebeln. Oh, sie sind ziemlich dreist, dann setz sie einfach. Okay. What's now? Das war überaus beeindruckend. Darüber hinaus haben sie andere Schafe bisher gebracht. Wenn sie Kinder hätten, sollte er oder sie dann wie sie sein, was? Möchten sie, dass ihre Kinder werden wie sie? Etwas von meiner Sorte reicht? Oder ja, was ist gut oder böse? Möchten sie, dass ihre Kinder so werden wie sie? Eigentlich, wenn ich mich selber frage, ich wäre zumindest froh, dass wenn das Kind einen Teil von mir hätte. Da könnte ich jetzt sagen, ja, dann wärst du cool wie ich, aber ich drücke einfach mal ja. Ah, gut. Ich wusste nicht, dass es gut ist. Beeindruckend. Das ist ihre Wahl? Okay. Übrigens, wird es kein echtes Unterfangen, diesen Punkt zu passieren. Das hast du. Sie sollten aufgeben. Sparen Sie sich die unnötige Quälerei. Du willst mir doch nur Angst machen, weil ich den Gipfel fast erreicht habe. Das stimmt nicht. Ich glaube, wir wissen ganz genau, wer hinterher heißt. Catherine. Catherine. Wie gesagt, heute Nacht werden Sie die Hölle erleben. Was auch passiert. Wenn Flucht die einzige Möglichkeit ist, zu überleben, werde ich es tun. Okay, let's go. Die Nacht wird auch bald vorbei sein. Sende Antwort. Ich hoffe, dass sich das alles in einem Part ausgeht, weil so wie der er das schildert, wird es ziemlich heftig, also was ich so mitbekommen habe. So, erhält Ergebnisse. Show me. Andere Spieler haben geantwortet. Fragen und Antworten. Einer von... Oh, okay. Ja gut, das wäre fast 50-50 gewesen. Ah, da oben sind wir schon. Ja, da sind wir eh schon ganz schön weit oben. Aber wir haben noch viel vor uns, möchte ich... Boom. Wirklich noch viel vor uns. Das Karree, oberste Etage. Das ist das letzte Gebiet für heute Nacht. Okay. Verwende alle Techniken, die du erlernt hast, um den Gipfel dieses Eisbergs zu erreichen. Okay, ich denke, wir werden verfolgt. Ich denke, wir werden verfolgt. Oh. Oh, what the fuck? What the fuck? Scheiße. Okay, wir sind so wieder ein bisschen so in der Scheiße. Oh, warte mal, so raus. Oh, Scheiße, irgendwie habe ich von der noch mehr Schiss als von allen bisher. Ich meine, das ist meine Ex-Freundin. Meine Freundin. Was macht das? Ah, warte mal. Was ist los? Oh, what the fuck? Warte mal. Oh, Scheiße. Oh man, wir müssen Ando machen, wir sterben da. Ja, wie weiche ich den aus? So, vielleicht? Ist das die Art auszuweichen? Ja, das ist die Art auszuweichen, schätze ich mal. Warte mal, schieben wir den da hinaus. Dann schieben wir den da hinaus. Dann können wir darauf, können wir da so. Und ja, das war's auch schon. Warte mal, fällt da was runter? Ja. Ah, gut. Schieben wir den darauf. Nein! Ich hab vergessen. Geh weg. Warte mal. Da so, hopp. Zieh mit den raus. Hopp. Warte mal. Ich glaube, das ist das, so wie ich es tun sollte. Ist das so? Warte mal. So. Oh, was hat sie da in der Hand? Ein Messer. Warum hat meine Ex-Freundin ein Messer in der Hand? Will sie mich nicht mehr? Okay, mich wundert's ja nicht, weil das Baby wollte mich ja auch nicht mehr. Warte mal. Hoppa, was mache ich? Hallo? Verdammt! Warte mal. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan. Oh, verdammt. Das war nicht mein Plan. Love is over. Ja, die Glitzer-Scheißblöcke, die nerven ein bisschen. Das muss ich zugeben, aber das war ja bis jetzt immer so, dass das... Do not die. Danke für den wertvollen Tipp. Ah, so, den da raus. Wir machen das so wie vorhin, weil so schlecht waren wir ja nicht. Auch wenn wir trotzdem verloren haben, aber wir haben nur den Glitzer-Block übersehen. So. Aber wir sind noch ziemlich weit unten, muss ich sagen. Beziehungsweise bedauern.
Weil weit haben wir es ja nicht gebracht. Oh, ich habe immer so Angst und vor allem die Eisblöcke machen das Ganze nicht gerade leichter. Warte mal, wie kommen wir da drauf? Ah, ah ja, genau so. Genau so. Oh, oh, was? Oh. Warte mal, hallo, Catherine! Catherine, 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 Schätzchen, Schätzchen, Schätzchen. Schätzchen, ich hab dir doch nichts getan. Woher kommt deine ganze Wut? Nein. Oh. Okay. Woher kommt deine ganze Wut, Schätzchen? Da waren wir stehen geblieben. Oh, bitte lass mich in Ruhe. Verdammt. Warte mal, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Warte mal. Amazing, ich hab doch gar... Oh. Scheiße. Oh. Ah komm jetzt, ich hätte den einen Scheißblock noch rausziehen müssen. Da hätten wir es eigentlich geschafft. Aber warte mal, okay, jetzt probieren wir nochmal die rechte Seite. Wenn die nicht hinhaut, dann probieren wir die linke Seite, weil da schaut es auch so aus, als würde man vielleicht irgendwas reißen können. Reißen können heißt in Österreich, als würde da irgendetwas gehen, als könnte man da etwas schaffen. Mal hier ein bisschen Österreich-Slang erklären zu können, den was vielleicht nicht immer alle auf Anhieb verstehen, was ich wiederum verstehe. Moment, 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 Catherine, Catherine, Schätzchen! Oi, da Foda, was ist denn das für ein Scheiß-Level? Ich meine, die Alte rennt ja richtig schnell. Gut, dann machen wir links, dann machen wir links. Oh, ja gut, machen wir links, ist wieder ein bisschen anders, aber das war vorauszusehen. Hui! Hui, hui, hui! Okay, links geht's ja auch ganz gut, muss man sagen. Oh, hopp! Aber die ist wirklich schnell, also ich bin eigentlich ziemlich langsam in dem Spiel. Und da ist ein schneller Gegner natürlich nicht vom Vorteil, das muss man ganz klar einfach mal sagen. Warte mal, so. So. So, 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 so. Oh, ich habe ein bisschen Angst vor dir. Aber das weißt du wahrscheinlich bereits. Hopp. 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 Warte mal, bringt das was? Werde ich da trotzdem erschlagen? Nein, werde ich nicht. Okay, wir sind weiter als vorhin. Ich hoffe jetzt, dass wir bald einen Checkpoint erreichen. Denn langsam bin ich ziemlich nervös. Deswegen. Ah, da drüben. Hopp. So runter. Hoppa. Bitte lass uns jetzt nicht runterfliegen. Du Blödmann! Entschuldigen. Entschuldigen meine unfältigen Ausdrücke, aber das Spiel bringt mich leider so weit, dass ich mich auf diese niveaulose Ebene herablassen muss. Ah, gut, gut. Was macht jetzt? Was geht da jetzt ab? Okay, Checkpoint! Ah, so. So, so, so. Hopp. Was ist jetzt? Warum leuchtet der Block doch rot? Hey. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Okay, Moment mal. Ah ja, warte mal, so. Hopp, hopp. So, jetzt können wir da rumklettern, so. Genau. Langsam habe ich den Dreh raus, wie ich die Blöcke da erfolgreich umgehe. Was ist jetzt? Hey. Aha, wir sind gleich da. Aha. Ja. Ah, was ist jetzt? Nein! Aha. Rauf, rauf, rauf. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Oh, da löse ich die Blöcke auf. Was soll das? Dafür habe ich nicht bezahlt. Oh. Okay, hopp. Oh, runter. Was ist das? Wir waren so knapp dran. Wir waren echt knapp dran, Catherine. Ah, ich bin so nervös. Ich möchte es diesmal schaffen. Ah, warte mal. Ah, runter, 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 rauf, rauf, links. Um die Ecke klettern. Wie kein zweiter. Hopp, 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 hopp. Was ist jetzt? Moment mal.
Ah ja, so, genau, da haben wir das so gemacht. Moment. Aber ich würde gerne wissen, wie ich den Blöcken ausweichen kann. Gar nicht! 15 Minuten! Mein Hals schlägt gerade so dick wie eine Hand! Nee, noch nicht. Also so wie bei Azuras Wrath ist noch nett. Aber ein bisschen nervig ist, weil am Ende wird es ziemlich schwer und ich wüsste aber nicht, wie ich das... Wie ich den allen umgehe, wie ich den Blöcken und den ganzen da umgehen soll. Also hätte ich jetzt keine... Oder warte mal, ist es? Moment. Okay. Ist es vielleicht, weil ich zu weit oben bin, dass sie dann damit um und umschießt, also wenn ich zu schnell bin, dass sie quasi versucht, mich auf dem Boden der Realität zurückzuholen, weil durch meine enorme Geschwindigkeit ist sie völlig überfordert und weiß nicht, was sie tun sollen. Also ich könnte mir das gut vorstellen, weil sie wäre ja im Prinzip dann keine Gefahr mehr. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo sie mir dann trotzen kann, indem sie einfach da mal so ein paar Blöcke durch die Gegend schießt. Ich glaube, das habe ich gut interpretiert. Ja. Ich glaube, das habe ich sehr gut interpretiert. Warte mal. Oh, da. Oh, komm, lass es jetzt gelingen. Lass es jetzt einfach gelingen. Oh, warte mal. Hopp. Komm jetzt. Jetzt ist aber nicht mehr lustig. Komm. Oh, wow, jetzt. Was ist jetzt? Hallo, seid ihr nicht deppert. Sagt, I will never forgive you. Achso, okay. Ja, das würde Sinn machen. Oh. Warte mal. Warte mal. Okay, jetzt hat sie mit den Blöcken aufgehört. Aber jetzt ist sie schon bedrohlich nahe. Okay, sie ist bedrohlich nahe. Oh. Nochmal, sie ist zu nah, sie ist viel zu nah. Sie ist viel, viel, viel zu nah. Sie ist noch zu nah. Oh, Moment. Was mache ich da? Trader, sagt sie. Warte mal, wie kriege ich denn den Block da raus? Ja, was ist denn das? Jetzt kann ich dann nochmal aufrennen, also jetzt ist wirklich nicht mehr lustig. Also da gibt es immer so Parts, dann so Szenen, wo es dann einfach nur noch grauslich und schier ist, wo du dann einfach nur mal, wo du das Level einfach nur noch gern hättest, weil du es eigentlich schon längst verdient hättest, dass du dieses Kack-Level endlich durch hast. Ich meine, dann haben wir ihr einen kleinen, oh verdammt, da Anduando, scheiße, dann haben wir ihr einen kleinen Vorsprung gelassen und ja, der hat ja dann doch nicht gereicht. Und dann hat er einfach gemeint, sie muss einfach mal schneller klettern, als sie Blöcke schießen kann. Ja, ich will aber nimmer. Was so, links, rauf, runter, links, rauf, rechts, rechts, runter, rechts, rauf, links, rauf. Hopp, und, okay. Also, das ist ja wirklich böse, das Level. Das muss man schon mal sagen, dass die Hölle auch mal... Einmal, nee, so, wow, das ist knapp. Komm jetzt rauf, Catherine. Ich lasse dir doch eh schon ein bisschen Zeit. Warte mal, so, das müssen wir rüberschieben. Und wieder ziehen und rauf. Oh. Geh, ich hab's wieder verkackt. Oh, dass man nicht Undo machen kann in der Höhe. Okay, Leute, ich werde das einfach so lange ausprobieren. So, wir haben's wieder geschafft. Jawoll! Okay, so lange hat es gar nicht gedauert, das ging jetzt auf einmal. Ich glaube einfach, weil die Blöcke mir nicht die ganze Zeit weggeflogen sind. I'll kill you. Ja, okay, aber die wird jetzt wieder gehen. Tor! Höllenspirale! Ta-ta-ta-ta! Halleluja! Halleluja! Ich habe eine weitere Nacht überlebt! Oh! Wer meine Rülpse gehört hat, was für ein Fauxpas! Tut mir leid!
Wie viel Gold? Komm, gib Gold, gib Gold, gib Gold! Komm, gib Gold, gib Gold. Jetzt haben wir uns Gold verdient. Bist du behindert? Scheiß Bronze haben wir gekriegt. Ah, verdammt. Okay, Leute, ich glaube, das war's. Ich mache, glaube ich, hier einen Cut. Oh, wir sehen uns quer über den Hof über die nächste Folge. Tschüss!